Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox, meine Freunde, und heute werden wir den Krankenhaus-Simulator spielen, Leute. Wir werden unser eigenes Krankenhaus aufbauen. Ihr könnt hier schon sehen, hier sind ganz viele andere Leute noch in unserer Lobby und die haben ja schon alle echt große Krankenhäuser und wir sind hier noch ein kompletter Noob, Leute, und haben noch gar nichts. Wir werden heute natürlich wieder der Krasse werden. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Roblox, ihr wisst Bescheid. Und wir werden jetzt hier anfangen, unser Krankenhaus aufzubauen, Leute. Also jetzt hier ist gerade noch relativ chillig. Wir können jetzt hier einen Dropper uns bauen, der kostet sogar nicht mal was, der ist noch gratis, Leute. Und der fängt jetzt an, hier ein bisschen Geld für uns, glaube ich, zu generieren. Ja, der droppt jetzt hier immer so 50-Dollar-Pakete. Ist jetzt noch nicht so viel. Und Leute, ich bin hier gerade in so eine Geschenkbox reingelaufen, deswegen habe ich schon von Anfang an 300 Dollar. Und Leute, hier können wir dann unser Geld einsammeln. Aber Leute, ey, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Wir werden hier wieder richtig viele Robux ausgeben, damit wir hier einfach wieder das krasseste Krankenhaus haben, Leute. Wir sind ja keine Schmalspurer. Ihr bitte zu Hause nicht nachmachen. Gebt kein Geld für Videospiele aus, ihr wisst Bescheid. Dafür guckt einfach hier meine Videos. Aber wir haben jetzt hier 500 Dollar, wir können jetzt hier den Dropper upgraden und jetzt kriegen wir hier schon ein bisschen mehr Geld, also es geht jetzt hier schon schneller. Das ist ja auch schon mal ganz gut jetzt hier, ne? Aber ich muss das hier immer selbst einsammeln, das gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht, Geld selbst einzusammeln. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen jetzt hier mal ein bisschen Sachen. Wir gehen jetzt hier mal in den Shop rein. Auto-Collect, oh, wie das for free? Wie? Ey, ey, wir werden hier angegriffen, ey, ey, wir werden angeschossen, hör auf, Junge! Alter, was haben die denn hier gegen mich? Warum werde ich denn hier angegriffen? Hallo, Alter, lass mich mal mein Krankenhaus aufbauen. Lass mich doch erstmal mein Krankenhaus bauen hier. Alter, was soll das, Junge? Boah, die prügeln, Leute. Wir müssen unbedingt schnell unser Krankenhaus bauen, damit wir hier Wände und so weiter haben, weil sonst wollen die uns hier fertig machen. So, wir holen jetzt hier erstmal nochmal schnell einen Dropper mit normalem Geld. Aber, ey, da kommt schon wieder einer an. Ey, Bro, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich hab nicht mal eine Waffe, Bro. Ich bin noch kompletter Noob. Oh, das ist ein Ehrenmann. Der heilt, ich glaube, der heilt sich hier. Der ist krass. Der Typ ist, wow, der beschützt mich hier mit seiner AK, Junge. Der beschützt mich. Alter Ehrenmann, der könnte mich easy killen, macht er aber nicht. Aber Leute, wir werden jetzt hier mal ein bisschen Geld ausgeben. Ja, wir wollen ja hier krass werden. Lol, goldener Helikopter und so alles, mal 2 Cash. Auto-Collect kriegt man gratis, was? Nein, ich will das hier nicht. Ich will nicht dem Discord scheuen, Leute. Ich kaufe mir das jetzt einfach. Leute, man kann sich das gar nicht kaufen. Man muss hier dafür Tycoon Empire Group. Ja, I joined. Ist okay. Dann join ich halt eurer Gruppe. Ach, keine Ahnung, Leute. Das funktioniert nicht. Dann kaufen wir uns hier halt hier die anderen Sachen, Leute. Da müssen wir halt da immer kurz reinlaufen, um unser Geld abzuholen. Aber halb so wild, Leute. So, dann zack. Da, wir kaufen uns jetzt hier Double Cash. Jetzt machen wir erstmal immer das Doppelte an Geld. Das finde ich ja auch schon mal gut. Aber, Leute, jetzt machen wir hier schon richtig gutes Geld. Jetzt müssen wir mal anfangen, hier alles abzugraden. So, der Dropper wird geupgradet. Oh, Leute, guck mal hier. 79 Robux. Auch kein Ding für den King. Hier, wir payen hier richtig rein. Jetzt haben wir schon 700 Robux ausgegeben. Das hier kostet nochmal 130. Das werden wir uns jetzt hier auch kaufen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir drehen hier komplett durch. Wir drehen hier komplett durch. Bam, 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 Alter. Boah. Jetzt machen wir hier richtig Geld. Schau mal, schau mal. Wir können jetzt hier schon 10.000 Dollar collecten. Oh mein Gott. Jetzt geht's hier ab, Leute. Jetzt werden wir hier unser Krankenhaus mal aufbauen. Als erstes werden wir jetzt hier mal so Wände aufbauen, Leute. So, dann hier nochmal für 500 die Outside Walls, weil ich will nicht, dass hier irgendjemand nochmal reinkommt und uns hier ärgert. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal die ganzen Wände machen bei Windows. So, jetzt kommt hier erstmal niemand mehr rein. Hey, Road, eine Straße kann man hier noch kaufen. Aha. Okay, Owner-Only-Door. So, perfekt, Leute. Zack, Fenster rein. Jetzt kommt hier erstmal keiner mehr rein, ne? So, jetzt kommt hier nur noch ich rein durch die Laserstrahlen. Die anderen können hier nicht durchlaufen. Die kriegen dann nämlich Schaden. So, dann hier nochmal 10.000 Cash einsammeln. Dann was können wir uns denn hier noch kaufen? Oh, man kann sich hier auch nochmal extra Geld... 100.000 können wir uns extra kaufen. Das kostet ja nur 49 Robux, Leute. Sollen wir das mal machen? Was kosten 5 Millionen? Boah, eigentlich müssten wir hart auf hart mal ein bisschen, sollen wir uns noch ein bisschen Geld kaufen, Leute? Ich glaube, wir müssen uns hier noch kaufen. Wir kaufen uns jetzt hier einfach mal 100.000 Cash. Einfach mal 100.000 Cash, damit wir das Krankenhaus mal hier noch ein bisschen mehr upgraden können. So, bam. Bam. Jetzt nehmen wir hier noch das Geld. Bam, 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 bam. Leute, jetzt können wir hier alles kaufen. Oh Gott, was mache ich denn hier? Jetzt können wir ja alles kaufen. Was ist das denn? Oh, Leute, schau mal, dadurch kriege ich Waffen, wenn ich das hier so einsammeln kann, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, wie man das hier benutzen kann, weil aktuell habe ich nur so ein Schwert und wenn uns da jemand angreift... Dann, was können wir hier für 1500? Warte mal, wir müssen hier erstmal den Dropper weiter upgraden, damit wir schneller an Cash rankommen. Bei Dropper, hier nochmal einen Dropper aufstellen... Okay, okay, also der droppt jetzt hier auch nochmal Pakete, damit das hier schneller geht, okay. So, gut. Bei Patient Rooms. Okay, ich glaube, jetzt können wir hier so Angestellte einstellen und sowas. Ey, ich sehe hier gerade gar nicht durch. Das wird hier ein übelst fettes Krankenhaus werden. Checkt ihr das eigentlich, Leute? Checkt ihr das? Das wird hier richtig krank.
So, zack, 6. Ey, das geht mir aber noch zu langsam. Das geht mir hier noch zu langsam. Ich will hier wirklich erst ein bisschen den Dropper noch weiter upgraden. Dann hier nochmal einen Dropper hin, damit wir einfach noch schneller an Geld kommen. Upgrader, 14.000. Das dauert hier alles ein bisschen lange, ne? Guck mal hier. Guck mal, das ist das. Wir machen gerade mal 1.000, 2.000 Dollar hier. Das weiß ja nichts. Ein richtiges Krankenhaus muss viel mehr Geld machen. So, dann zack, hier nochmal ein Upgrader rein, damit die Packets mehr Geld machen. Oh, Leute, jetzt geht das hier gut. Jetzt geht das hier gut. Und zack, so. Ja, das geht, bringt schon ein bisschen mehr. Für 13.000, was? By Patient Morph. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist für 13.000. Aber wir können das ja gleich einfach mal machen. So, und wir haben 13.000. Das geht jetzt zum Glück relativ schnell. Und bam. Was bringt das denn jetzt aber hier? Wenn wir jetzt hier E drücken. Ah, schau mal, jetzt habe ich hier eine Pistole. Okay. Was ist das hier? Dann kann ich höher springen, oder? Warte, wenn ich das jetzt hier benutze, kann ich jetzt höher springen oder was? Ah, nee, ich laufe schneller. Okay, cool. Und was ist das hier, wenn ich das in der Hand halte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, er trinkt davon. Ah, damit kann ich wieder Leben herstellen. Okay, und damit laufe ich schneller. Aber was bringen denn hier diese Outfits? Ach, jetzt sehe ich hier aus wie so ein Sanitäter. Deswegen. Okay, so, dann gehen wir hier mal wieder ein bisschen Geld einsammeln. 23.000 haben wir jetzt hier schon. Das läuft doch. Das läuft doch hier super. Ach, ich bin auch, Leute, ich bin auch lost. Ich habe das hier gekauft, aber noch nicht geclaimed. So, jetzt geht das hier erstmal richtig ab. Schau mal, das sind jetzt hier die richtig dicken Pakete. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt macht unser Krankenhaus erstmal richtig Geld hier. So, jetzt haben wir auch 40.000 schon auf der Tasche. Schau mal hier, iCrimex Hospital. Die anderen Hospitals. Also ich glaube hier, oh, der ist schon zweistöckig. Okay, okay. Boah, der hat sogar schon einen Helikopter, der Typ hier. Boah, Leute, wir brauchen auch einen goldenen Helikopter. Wir sind noch kein Schmalspurkrankenhaus hier. Das brauchen wir auch noch. Also Leute, man kann hier noch sehr, sehr viel kaufen. Das werden wir auf jeden Fall alles noch machen. Zack, aber jetzt hier erstmal ein schönes Emergency-Schild hin. Das muss natürlich sein. Dann kann man hier noch eine Straße machen. Okay, ich weiß halt, das sind eigentlich so Sachen, die lohnen sich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich, ne? Das ist aktuell, glaube ich, eher Geldverschwendung, das hier außen weiter auszubauen. Deswegen, Leute, wir kümmern uns erstmal hier um den Innenbereich, damit hier alles schön nach einem Krankenhaus aussieht. So, zack, 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 zack. Wir kaufen jetzt hier einfach mal alles. Eine Maske? Hä? Wir können hier eine Maske tragen, Leute. Immer schön wear a mask, Leute. Ihr wisst doch Bescheid. Aber, oh, ich glaube, wir können hier... Ist unser Inventar voll oder was? Okay, also ihr merkt, ich bin hier noch ein bisschen überfordert. Wir sind ja aktuell noch Noob, aber wir werden noch krass werden in dem Tycoon. Vertraut mir einfach, Leute. Okay, dann Rezeption-Dinger hier. Zack, 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 zack. Oh, hier an der Seite noch Fenster. Natürlich, Leute. Hä? Oh, wir können Manager-Powers uns kaufen. 350 Robux, Leute. Oh, das ist schon viel, ne? 350 Robux. Nicht zu Hause nachmachen. Wir kaufen hier alles. Was kosten denn hier die Manager-Powers? Was bringt das denn? Okay, wir haben jetzt einen Manager, den claimen wir. Oh, jetzt sehen wir aus wie ein Manager. Kriegen wir jetzt dadurch noch mehr Geld oder was? Weil wir jetzt hier so einen guten Manager haben oder irgendwie? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das bringen soll. Aber ich glaube, dadurch machen wir irgendwie noch mehr Geld, weil wir sind jetzt hier ein Manager, Leute. Und dadurch bringt alles noch mehr Cash, glaube ich, rein. Okay, dann hier eine Station nochmal. Was ist das denn hier? Eine Heilstation. Oh, hier kann man sich aufheilen. Das ist ja auch cool, Leute, wenn man hier reinläuft. Okay, dann hier nochmal ein Wartebereich für unsere ganzen Patienten. Ja, einmal bitte hier warten, sie werden gleich aufgerufen. Halten Sie bitte Ihr Versicherungskärtchen bereit. Leute, das sind doch immer die klassischen Sprüche, die man so hört. Guck mal, hier ein Pausenraum für unsere Angestellten. Zack, weil die müssen ja zwischendrin natürlich auch mal schön was futtern. Zack, 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 ein paar Tische bei Trashcan. Leute, allein so ein Mülleimer hat gerade 8.000 Dollar gekostet. Ich glaube, langsam wird hier alles ziemlich teuer, aber wir sind ja hier zum Glück schon der Manager. Claim. Haben wir das? Leute, wir haben das Doppelgeld ja auch noch nicht. Ey, ich bin wirklich dumm. Ich bin wirklich dumm. Das ist aber auch der erste Tycoon, den ich spiele, wo man, wenn man die Sachen kauft, nochmal extra claimen muss. Jetzt haben wir, jetzt kommt nämlich erst das Doppelgeld rein. Die ganze Zeit haben wir noch nicht mal Doppelgeld bekommen. Okay, Leute, jetzt geht's aber richtig ab hier. Weil jetzt kriegen wir hier nämlich noch das doppelte Geld. So, zack, 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 zack. Wir kaufen hier einmal alles. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das hier ist. Ach, das ist das erste Behandlungszimmer. Hier können unsere Kunden, sage ich mal, unsere Patienten behandelt werden. Dann hier ist wahrscheinlich das nächste Behandlungszimmer. Leute, sehr gut, damit wir natürlich auch mal Patienten aufnehmen können. Und hier noch das dritte Behandlungszimmer. Wird natürlich auch aufgebaut, Leute. Hier. Zack, zack. Natürlich auch eine schöne Tür rein. Boah, jetzt läuft das hier. Können wir eigentlich hier bei dem Dropper noch was upgraden? Was ist das denn hier? Nee, ich will jetzt kein Geld kaufen. Geld haben wir eigentlich aktuell. Oh, ja, natürlich. Oh, Leute, das Chefarzt-Outfit, das ist ja auch cool. Aber ich finde hier Manager-Outfit finde ich noch cooler, weil wir sind ja natürlich der Krankenhaus-Manager. Wir sind ja der Chef, wir machen hier das meiste Geld. Bam, nochmal 100.000 eingesammelt. Oh, Leute, ich glaube langsam verdienen wir hier schon wie so ein Chefarzt, ne? So, zack.
Was ist das hier? Eine Rebirth. Earn cash even faster. Okay, also mit der Rebirth-Maschine machen wir noch mehr Geld. Finde ich gut. Das Einzige, was mich hier ein bisschen triggert, ist, dass wir nicht dieses Auto-Collect einschalten können, dass ich immer mal wieder an den Anfang laufen muss, um Geld einzusammeln. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei jedem anderen Tycoon kann man das kaufen. Hier muss man in der Gruppe joinen, Leute. Keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Hier so Toiletten werden natürlich gebaut, auch wichtig. So, hier nochmal schön ein bisschen Geld einsammeln. Und jetzt können wir nämlich hier schon die zweite Etage bauen, Leute. Unser Krankenhaus wird zweistöckig. Was? Next Floor? Unlocks in one more item. You need to buy one more item first. Ich muss erst ein Item noch kaufen. Wie, was für ein Item muss ich denn hier kaufen? Ich verstehe das nicht. Warum haben wir jetzt eine Glatze, Leute? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das hier läuft. Wie one more items kaufen? Vielleicht hier erst was freikaufen? Außen? Vielleicht erst den Außenbereich kaufen? Ah, jetzt geht's, Leute. Ah, okay. Wir haben es gecheckt. Jetzt funktioniert... Boah, let's go. Und hier oben haben wir auch wieder einen Collector. Finde ich gut. Das heißt, wir müssen auch nicht immer runterlaufen. So, zack, zack, zack. Oh, Leute, der nächste Dropper. Das heißt, wir machen wieder schön viel Cash hier, Leute. Nice. Zack, wir holen hier natürlich auch einen goldenen Dropper, Leute. Wir hauen hier nochmal 150 Robux rein, Leute. Wir sind natürlich keine Schmalspurer. No Schmalspur-Club. Oh, Leute, der zweite Dropper, der macht richtig Geld. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schnell das jetzt hier geht. Jetzt haben wir hier schon zwei Dropper auf zwei Etagen. So, zack. Irgendwie hier so Accessoires können wir jetzt hier wieder kaufen. Rollstuhl. Interessiert mich aber ehrlich relativ wenig. Hä? Leute, wie schnell das jetzt hier geht. Schau mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Fast 1 Million haben wir schon. Zack. Zack, zack. Wände. Oh, es ist aber jetzt auch relativ teuer hier. Es wird auch teuer. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass wir jetzt so viel Geld machen. Aber allein die Stühle haben jetzt hier schon 500.000 gekostet. Also, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. So. Okay. Alter, wie teuer jetzt hier alles ist. Was? Schau mal, ein Bett allein 350.000. Ich dachte, jetzt können wir uns alles easy leisten, aber so ist es gar nicht. Das ist ja alles hier richtig teuer geworden. So, wir müssen hier noch mehr Dropper kaufen, damit das noch schneller geht. Zack, wir upgraden jetzt hier erstmal die Droppers. Oh nein. Jetzt habe ich hier Wände gekauft. Das wollte ich ja gar nicht. Man muss als erstes, merkt euch das, Leute, immer erstmal die Geldquelle upgraden, weil dann kann man natürlich noch schneller alles andere kaufen. So, und hier noch, oh, nochmal ein Golden Dropper, Leute, für 100. Leute, wenn wir das jetzt kaufen, dann haben wir gleich keine Robux mehr. Dann haben wir jetzt irgendwie schon 1500 Robux hier ausgegeben für den Tycoon. Es wird hier komplett wild und geclaimed, aber jetzt geht's hier richtig ab. Schau mal, wie viel Geld wir jetzt, oh mein Gott, 1,6 Millionen jetzt schon. Oh, Leute, guck mal, wisst ihr, wir können hier jeder immer wieder reinlaufen und machen. Oh mein Gott, wie viel Geld wir machen. Zack, der Dropper wird weiter geupgradet. 1 Million, kein Problem für uns. Kein Problem, Leute. Zack, zack, zack. Schon haben wir wieder 2 Millionen. Ich werde hier gerade erstmal nur den Dropper upgraden, damit wir einfach wieder so viel Geld machen. Unser Krankenhaus geht langsam richtig ab hier. So, und ja, das Ding ist auch, vorhin der andere Spieler hatte ja eine AK gehabt. Ich habe ja aktuell hier nur so ein bisschen so eine Schmalspurpistole. Vielleicht können wir hier gleich so eine AK freischalten oder so. Das wäre ja auch krass. Aber wir machen noch kurz den Money Dropper und dann werden wir andere Spieler angreifen. Okay, ich glaube, wir haben den jetzt hier gut geupgradet. Gut geupgradet, Leute. Das ist es, Leute, die SMG. Boah, Leute. Bam. So, schön hier immer das Cash einsammeln. Angestellte werden hier frei... Was ist das denn? Nukleargier oder so? Ey, ich brauche diese AK, Leute. 2 Millionen, wir kaufen uns die jetzt. Boah, dann kann ich mich richtig gut verteidigen. Wow. Alter, jetzt noch so einen Helm aufziehen. Boah, wir sehen irgendwie aus wie so ein kranker Krankenhauskrieger. Ein Rucksack. Oh mein Gott. Jetzt werden wir gleich andere Leute angreifen. Was ist das? Okay. Boah. Wenn wir das aktivieren, wir haben jetzt so einen permanenten Heal, Leute. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist, aber wir haben jetzt irgendwie so permanente, wie so Buffs, Leute, wie so Heals. Okay, finde ich langsam schon sehr, sehr... Was ist das denn hier, ein Rollstuhl? Leute, guck mal, wie wir rumlaufen. Wir sind der Rollstuhlkrieger. Oh mein Gott, ey, wir haben gerade richtig viel Geld. Wir werden jetzt hier mal noch kurz alles upgraden und dann werden wir hier mal andere Spieler angreifen. Wir sind der gefürchtete Rollstuhlkrieger. Habt Angst vor dem Rollstuhlkrieger, ihr anderen Spieler. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Schön noch die zweite Etage ein bisschen upgraden hier. Zack, zack, nochmal 4 Millionen eingesammelt. Also ich weiß nicht, warum wir so aussehen, wie wir aussehen. Es sieht sehr, sehr cracked aus. Das werden wir auch nochmal aktivieren. Grenade, eine Granate haben wir sogar.
Yo, wir können sogar Granaten jetzt auf das andere Ding werfen, auf die anderen Spieler. So, die werden jetzt gleich erstmal richtig angegriffen. Wir machen noch ganz hier kurz die zweite Etage fertig und dann gehen wir auf Angriffsmodus. Dann können wir nämlich in der Zeit noch weiter Geld generieren, wenn wir dann hier die anderen angreifen werden. Zack, oh, unser Krankenhaus sieht locker so Big Baba Bubu mäßig. Was ist das denn hier? Hazmat Power. Oh Leute, aber ich habe keine Robux mehr. Hey, wir werden angegriffen. Der greift uns an. Hey! Alter! Okay, der Typ ist auch krass. Der Typ war krass, habt ihr den gesehen? Aber wie ist der denn hier reingekommen bei mir? Ich habe doch hier eine Owner-Door. Leute, ich kann mir das nur so erklären, dass der reingesprungen ist, weil ich das Dach nicht hatte. Wir brauchen unbedingt ein Dach, damit der hier nicht mehr reinkommt. Oh mein Gott, hier, was können wir hier noch alles kaufen? Ey, Leute, das gibt Rache. Ich werde mir jetzt hier gleich wieder mein ganzes Zeug schnappen und dann gibt's Rache. Was wollen die denn hier alle von mir? Boah, Leute, 15 Millionen. Wir machen richtig viel Geld mit dem, mittlerweile. Wir haben hier noch immer einige Sachen nicht gekauft. Das geht natürlich nicht. Hier, die Lichter fehlen. Unsere Angestellten müssen natürlich nicht im Dunkeln sitzen. So, wir kaufen uns jetzt mal ganz kurz hier erstmal unsere ganzen Sachen wieder. Und dann gibt's hier Rache. Dann werden wir uns wehren, Leute. So, warte mal, wir gucken mal. Kann man hören? Ja, der Safe, irgendwie hat er so eine kranke Federung und ist hier reingesprungen. Leute, alles einmal durchkaufen. Das lassen wir hier nicht so auf uns sitzen. Jetzt gibt's hier voll auf die 12, Junge. Wo bist du? Wer hat uns hier gerade angegriffen, ha? Wer hat uns hier gerade angegriffen? Ich werfe jetzt hier Granaten. So, Granate rausnehmen. So, der Typ, der kriegt jetzt hier erstmal Granaten. Bam! Oh, Leute, guck mal, die Granaten. Die kann man sogar durch die Owner-Tür reinwerfen. Ah, ich kann zwar nicht durch deine Tür durchlaufen, aber ich kann Granaten reinwerfen, du Paulberger. Oh, er kommt raus, er kommt raus. Boah, aber ich habe mit Granate getroffen, er ist fast down. Er ist fast down, seht ihr das? Bam! Und 117, ich habe ihn einfach gekillt in seiner eigenen Base. Oh, Granate, richtig wichtig. Ich glaube, das war aber nicht der, der uns angegriffen hat, weil der andere, der war schon richtig OP, Leute. Aber wir gehen jetzt mal wieder zu uns rein. Wir werden jetzt hier mal unser Krankenhaus weiter upgraden. So, zack, hier Straße. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist hier. Die Ambulance. Genau, hier kann der Krankenwagen nämlich reingefahren kommen. Zack, zack, zack hier. Oh, wir haben jetzt einen eigenen Krankenwagen. Okay, das ist cool. Das ist schon cool, Leute. Einen eigenen Krankenwagen zu haben. So, vielleicht können wir... Warte mal, können wir auch mit dem Krankenwagen hier fahren? Würde mich jetzt hier mal interessieren. Lol, oh mein Gott, Leute. Wir haben einen Krankenwagen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Eine Garage hier. Das ist sehr, sehr cool. So, jetzt sammeln wir... Oh, 35... Oh, wir haben 35 Millionen, Leute. Tschüss. Okay. Okay, wir sind sehr, sehr gut ausgestattet. So, dann werden wir jetzt hier mal das Krankenhaus weiter ausbauen. Zack, zack. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch nicht gekauft? 600.000 natürlich kein Ding für uns. Wasserspender für 1 Million. Das juckt uns natürlich nicht, Leute. Wir haben einfach zu viel Geld. Einfach zu viel Geld. Bam, bam, bam. So schön hier. Eigentlich unnötig. Wir könnten jetzt auch schon mit dem nächsten Chopper weitermachen. Aber ich will es ja schön haben hier, Leute. Wir werden das hier richtig schön ausbauen. Alles hier kaufen. Zack, und damit ist, glaube ich, die zweite Etage auch fertig. Das heißt, wir gehen auf die dritte Etage. Boah, Leute, man kann hier so viel machen. Wie groß wird denn hier das Krankenhaus werden? Holy moly, Macaroni. So, dann hier nächster Dropper. Nächster Dropper, Leute. 1 Million. Zack, zack, zack. Oh, Leute, uns sind die Robux ausgegangen, Leute. Das können wir vielleicht ja in der nächsten Episode machen. Da kann ich hier wieder Robux davor kaufen. Und dann können wir auch hier die ganzen krassen Upgrades noch holen. Hä? Muss ich jetzt hier extra wieder runterlaufen, um Geld einzusammeln? Ist hier oben keine Geldeinsammelstation oder was? Ah, doch, hier ist was zum Geld einsammeln, okay. Zack, nochmal hier. Wichtig, richtig und wichtig, Leute. Jetzt können wir die Sachen kaufen. Alter, also unser Krankenhaus ist mittlerweile schon richtig big. Wir machen richtig, richtig viel Geld. Nochmal so ein bisschen schön die Sachen kaufen. Und das Krasse ist einfach, wir können ja jetzt hier oben so im Prinzip stehen. Einfach so runterschießen. Können hier einfach so runterschießen. Wer will Stress hier? Warte mal, können wir auch Granaten bis zu dem Typen darüber werfen? Wir können zu dem anderen in sein Haus reinwerfen. Schau mal, wir werfen zu dem anderen. Wir können Granaten zu dem anderen da drüben hinwerfen. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, das ist schon nice. Einen goldenen Heli kann man... Also man kann hier noch richtig viel machen. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir hier nochmal einen zweiten Teil machen? Weil wir sind jetzt hier schon langsam relativ am Ende von dem Video angekommen. Aber es gibt noch so viel zu machen. Es gibt locker noch eine weitere Etage und so weiter. Schreibt mal in die Kommentare, sollen wir den Krankenhaus-Tycoon Part 2 machen? Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Goldene Helikopter, noch mehr Angestellte, noch mehr Waffen, noch mehr Geld, was wir hier machen können. Leute, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der Krankenhaus-Simulator. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.